Has any of you ever been using like formal methods or automated proof softwares? Oh, many of you. I found this topic super interesting because when I first read of it, I was like, oh my God, now I'm going to prove the security of everything I've written so far. Then I realized it takes a lot of time and it's very difficult and most of this stuff doesn't have at all any kind of documentation. So, but I mean, Cornelius works on formal method as a for security network management, so I believe he will be able to tell me more about this. And in particular, for this talk of today, he will be telling us about verifying properties of Iptables firewall rules. So please give him a big round of applause. Ja, dann hallo und herzlich willkommen aus der Übersetzerkabine. Ihr hört die deutsche Übersetzung des Vortrags Verified Firewall Rule Set Verification auf dem 32. Chaos Communication Kongress. Ja, herzlichen Dank. Schön, dass ihr früh aufgestanden seid und dieser Talk heißt Verified Firewall Rule Set Verification, also wie wir Firewall-Regeln überprüfen können. Hier ist ein Firewall-Regelset und das habe ich auf einem NAS gefunden. Das ist eine Linux-Kiste. Und da schauen wir jetzt einfach durch, was das macht. Also wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wir haben ein Paket, das geht an die Input-Chain und die Box läuft jetzt durch diese Regeln durch, bis es eine treffende findet und dann wissen wir, was wir machen. Also nehmen wir mal ein Beispiel, damit wir alle wissen, was Firewalls machen. Das ist die erste Regel, die Box schaut sich die an. Auf der rechten Seite sehen wir die sogenannte Match-Condition, also die Bedingung. Das heißt, wenn das zutrifft, dann in dem Fall alle Protokolle, alle Source-IPs, alle Ziel-IPs, also alle. Und dann führt es diese Regel aus, DOS-Protect, also wir springen in die benutzerdefinierte Regel DOS-Protect, die da unten ist. Und da machen wir weiter und schauen uns in der ersten Regel die Bedingung erst an. Es schaut erst nur ICMP-Protokoll an, alle Quellen, alle Ziel-IPs, ICMP-Type 8, also Echo-Request. Und wenn ein entsprechendes Limit nicht erfüllt ist, dann gehen wir zurück, wo wir herkommen. Ansonsten schauen wir uns die nächste Regel an. Die schaut sich auch wieder ICMP-Echo-Requests an und wirft es dann weg. Das heißt, diese zwei Regeln implementieren Rate-Limiting. Und wenn das nicht ist, dann gehen wir einfach wieder raus. Und ansonsten sehen wir hier dasselbe Muster für TCP-Pakete. Also offensichtlich die Reset-Flag und wird auch wieder weggeworfen, wenn ein entsprechendes Limit überschritten wird. Und sagen wir mal, wir gehen da durch, ohne dass wir weggeworfen werden. Dann landen wir in der nächsten Regel oben, wo alle Pakete, die zu einer bestehenden Verbindung angenommen werden, das ist üblicherweise wird das als gute Verfahren angenommen. Und die interessante Frage ist, wie kriegen wir jetzt eine Verbindung in diesen Established State? Und das sind die meisten Regeln, worum es geht. Wie kommen wir da rein in dieser Firewall? Naja, in dem Fall nicht für SSH-Pakete, die werden blockiert, auch viele andere, also TCP-Ports werden blockiert, auch viele UDP-Ports. Und am Ende akzeptiert die Firewall alle Pakete in diesem lokalen 192.168er Netz und wirft alles andere weg. Okay, dann hoffe ich, wir haben jetzt unser Wissen über Firewalls ein bisschen aufgefrischt. Was ist jetzt das Problem mit Firewalls? Na gut, also jeder liebt in diesem Raum, denke ich mal, Open-Source-Lösungen. Wir müssen uns also über Backdoors keine Sorgen machen. Und wir lachen natürlich auch über Security Made in Deutschland. Die Linux- und BSD-Firewalls sind relativ gut. Was ist das Hauptproblem? Naja, es gab eine Studie, die hat dann echte Enterprise-Regeln angeguckt und es stellt sich raus, es gibt keine guten Regelsets mit hoher Komplexität. Das heißt, die Administratoren reichten diese Regeln ein. Und einige von euch werden vielleicht lachen, dass da vorne war ein relativ einfaches Regelset, aber stellt euch mal vor, die werden jetzt schwieriger. Und eine Studie hat dasselbe rausgefunden, nach ein paar Jahren später. Und es stellt sich immer noch raus, diese Firewalls sind schlecht konfiguriert. Es ist also alles um das Regelset. Und wenn die Regelsets kompliziert werden, dann machen wir Fehler. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Administratoren inkompetent sind. Nein, nein, lieben Dank an alle, die unser Netzwerk am Laufen halten. Danke an Snock. Danke, dass ihr uns hier nicht firewallt, damit wir mehr Spaß haben können. Es geht alles um die Konfiguration der Firewall also.
Also schauen wir, überlegen wir uns einfach, wir machen ein paar Tools, die unsere Rulesets uns angucken und dann entscheiden, ob das gut ist oder nicht. Und wir haben uns diese echten Tools mal angeschaut mit echten Regeln und es gibt im Wesentlichen kein Tool, das die echten Firewalls versteht. Denn habt ihr euch mal angeschaut, die Manpage von IP-Tables, da sind extrem komplizierte Sachen mit drin. Und selbst wenn wir so ein Tool hätten, würden wir dem Tool vertrauen? Also wahrscheinlich nicht. Also fangen wir da an, wo andere fehlgeschlagen haben und lasst uns mal versuchen, ein Tool zu schreiben, was Firewall-Rulesets überprüfen kann. Und die Tools, die wir bislang angeschaut haben, die verstehen unsere Rulesets nicht. Also reden wir erstmal über die Spezifikation und über die Implementierung. Und wenn wir Implementierung mal reden, dann meinen wir normalerweise den Code, also unser Tool. Oder Low-Level-Veränderungen, die die Performance verbessern. Alles, was hier auf der rechten Seite steht. Und das ist das Zeug, was man üblicherweise dem Benutzer nicht zeigt. Dem Benutzer zeigt man normalerweise nur die Spezifikation oder die Dokumentation. Also was macht das Tool eigentlich? Und um so ein Tool zu schreiben, müssen wir die Frage beantworten, was ist denn überhaupt ein korrektes Regelset? Und zum Beispiel hier werden wir jetzt über Spoofing-Schutz reden. Das heißt, das Ziel ist, unsere Firewall soll Spoofing-Schutz haben. Wir haben nur 30 Minuten, also halten wir uns nur da dran. Und bevor wir das machen, müssen wir uns zuerst überlegen, was ist denn eine Firewall eigentlich? Also dafür brauchen wir ein Modell für das Paketfilterung von IP-Tables. Und das sollte also wirklich ausdrucksstark sein, sodass wir an dem Modell ablesen können, das hat wirklich was mit der Realität zu tun. Und wir können alle die spannenden Sachen, die wir brauchen für IP-Tables-Erweiterungen in diesem Modell. Das heißt, damit wir auch tatsächlich nachgucken können, hier, wenn das jetzt ist, dann haben wir Spoofing-Schutz. Und wir wollen den Isabel-Beweishelfer benutzen. Wieso? Naja, wir gucken uns die Dokumentation für eine Bibliothek an und dann schauen wir uns die Implementierung an und dann stellen wir fest, die Spezifikation ist also im Regelfall nur eine Lüge, denn in Wirklichkeit haben die miteinander nichts zu tun. Das heißt, wir wollen jetzt beweisen, dass die Spezifikation wirklich was mit der Implementierung zu tun hat, damit wir am Ende beweisen können, dass der Code wirklich das tut, was er tun soll. Und das Wichtigste ist also jetzt hier erstmal zu spezifizieren, was es tun soll. Also um das mal zusammenzufassen, wir schreiben so ein Überprüfungstool und dann überprüfen wir das Überprüfungstool selbst. Also fangen wir an, wir brauchen ein Modell für IP-Tables, bevor wir überhaupt irgendwas spezifizieren können. Also wir brauchen jetzt Ausdrücke, die wir für Bedingungen, wie wir am Anfang gesehen haben. Und die Frage ist, wie schreiben wir das jetzt auf? Also wir wollen einen Datentyp definieren, der heißt Match Expression, also diese Bedingungen. Und das soll polymorph sein über den Typ A, den wir jetzt hier Strich A nennen wollen. Und das sind die elementaren Bestandteile, auf die wir Bedingungen formulieren können. Wie können wir so eine Expression also zusammenbauen? Wir können also so einen Strich A benutzen. Wir können irgendwas benutzen, was einfach alles überprüft. Oder wir invertieren eine Bedingung. Oder wir kombinieren zwei Bedingungen. Zum Beispiel hier unten. Wir kombinieren zwei Bedingungen mit diesem Match-End. Und in den Primitiven, das sind die einfachen Dinge, also die wir beliebig auswählen wollen, also hier in dem Fall auf eine Ziel-IP und das Protokoll TCP. Und das sind komplett generische Ausdrücke. Also so können wir das hinschreiben. Und die Frage ist, was bedeutet das jetzt? Also jetzt über Semantik, also was bedeuten diese Bedinger? Und wir wollen jetzt uns Pakete anschauen. Das heißt, wir können die Semantik nicht angucken, ohne über Pakete zu reden. Hier gucken wir uns also so ein bisschen eine Formel an. Das sieht jetzt erstmal einschüchternd aus. Aber was haben wir? Der erste Parameter ist eine Funktion, die selbst eine Funktion ist. Die nennen wir Gamma. Und wir nennen sie auch die primitiven Matcher. Und der erste Parameter ist so ein Primitive. Das heißt, wir können die Quell-IP oder das Protokoll als Bedingung formulieren. Und das zweite ist so ein Match-Ausdruck und wir können irgendwas matchen, ist egal was, und das liefert entweder wahr oder falsch zurück und es soll halt nur dann wahr zurückliefern, wenn das zutrifft auf unser Paket. Und der zweite Parameter ist eine Match-Expression, so wie wir sie vorher definiert haben.
der Met Expression geben wir dann, also der letzte Parameter ist das Paket und der gibt dann zurück einen boolischen Wert, der angibt, ob das Paket auf die Expression zutrifft. Lass uns jetzt die einzelnen Fälle für die einzelnen Regeln anschauen. Die erste Regel ist für primitive Match-Bedingungen. Das ist einfach, da gehen wir einfach an den primitiven Matcher, das erste Argument Gamma, weiter und fragen den, ob das Paket P da passt. Die zweite Regel ist die Match-Any-Bedingung, die immer Match, das heißt, das ist auch einfach, immer True. Match-Not bedeutet, dass wir die Match-Expression invertieren, das tun wir also auch entsprechend mit dem Boolean. Und ihr könnt euch schon denken, Match-End, das ist die Konjunktion der beiden Match-Bedingungen, aus denen das besteht. Das heißt, wir haben jetzt hier die Semantik der Match-Bedingungen. Wir können also jetzt Pakete matchen. Als nächstes brauchen wir dann die Filterregel von RP-Tables. Die sieht man hier, sehr einfach, kann man alles sehr gut lesen. Am Anfang, also erstmal fragt man sich so, was zur Hölle? Die gute Nachricht ist, das ist wirklich alles, was wir brauchen, über die IP-Tables-Regeln zum Paketfiltern. Es passt auf eine Slide. Wir könnten das alles, wenn wir genug Zeit hätten, das zu lesen, würde das alles stehen hier. Wir brauchen keine ellenlange Man-Pages dafür. Also lass uns versuchen, das zu lesen. Alles, was da steht, sieht folgendermaßen aus. Vielleicht könnt ihr hier ein paar Sachen erkennen. P ist das Paket, das die Firewall untersucht. Gamma ist wieder der Primitive Matcher, der die grundlegenden Features encodiert, die IP-Tables so kann. In der dritten Position haben wir das Ruleset, RS. Das ist die Liste von Regeln, die die Firewall kurz aktuell untersucht. Und S ist der Start State, der Zustand, in dem die Firewall sich befindet, wenn sie das Paket sich anschaut. Am Anfang ist sie unentschieden, was sie mit dem Paket tun will, üblicherweise. Und T am Ende ist der finale Zustand, wo dann steht, welche Entscheidung die Firewall getroffen hat, das Paket zu akzeptieren oder wegzuwerfen. Lass uns die Regeln anschauen. Die erste Regel ist die einfache Regel, die Skip-Rule. Das sind alles sogenannte Inferenzregeln. Alles, was oberhalb der Regel steht, ist die Vorbedingung. Die muss gelten und dann gilt unter der Zeile ist die Konklusion, die wir daraus ziehen können. Was heißt das also hier mit der Skip-Regel? Was bedeutet das? Wir haben keine Vorbedingung, das heißt, es gilt immer. Und was steht unter der Zeile? Nun, wir haben hier das Empty Rule Set, die leere Liste von Regeln. Was gilt, wenn wir die leere Liste von Regeln haben? Na, der Start-State und der Ziel-State sind die gleichen. Das heißt, im Wesentlichen steht hier, für die leere Menge von Regeln macht die Firewall genau gar nichts. Das ist nicht sehr viel, aber wir müssen ja irgendwo anfangen. Lass uns eine etwas komplexere Regel anschauen. Hier haben wir eine Precondition. Was wir uns anschauen, ist ein Ruleset, das aus einer einzigen Regel besteht. Irgendeine Match-Condition M und die Aktion ist akzeptieren. Die Vorbedingung ist, dass die Match-Bedingung, die da steht, auf das Paket zutrifft, das wir gerade untersuchen. Was würde dann passieren? Naja, die Aktion ist Accept. Das heißt also, was passieren soll, ist, wenn wir bisher noch keine Entscheidung getroffen haben, was passiert, dann werden wir das Paket akzeptieren. Okay, auch nicht so kompliziert. Und ich denke, wir können alle zustimmen, dass das ein Verhalten ist, wie wir es von der Firewall sehen wollen. All die anderen Regeln sehen im Wesentlichen sehr ähnlich aus und wir haben nur 11 Stück, das heißt, wir haben genug Zeit. Es ist gar nicht so schwierig, diese Folie zu lesen, wo ihr alle drüber gelacht habt. Lass uns also direkt zu der kompliziertesten Regel gehen, die wir haben. Die Regel heißt Call Return, also Zurückkehren von einem Aufruf. Lass uns das Stück für Stück anschauen. Am Anfang haben wir hier wieder ein Ruleset mit einer einzigen Regel, mit der Aktion Call C und irgendeiner Matchbedingung M. Die Vorbedingungen sind erstens, die Matchbedingung M muss zutreffen, ansonsten wird die Firewall diese Regel völlig ignorieren. Als zweites ist, dass die Regel, die guckt danach, wie die User-Defined Chain aussieht, die benutzerdefinierte Kette, zu der wir hinspringen wollen. Wir schauen uns an, wie die aussieht. In diesem Fall Gamma C, die benutzerdefinierte Regel. C ist der Name der Chain, wo wir hinspringen. Und wir gucken uns an, wie die Chain aussieht. Die besteht dann aus RS. Fängt sie an. Das heißt, wir haben die Nebenbedingung, dass die Kette in dem Ruleset, das wir so da haben, anfängt mit RS. Und wir gucken dort nach, ob die auch wirklich so anfängt. Ob die benutzerdefinierte Kette, wie die aussieht. Die Kette mit dem Namen C, der da in dem Ruleset Call C steht. Wie sieht sie aus? Naja, zuerst ist RS1 und dann ist irgendeine Matcher M mit Aktion Return und dann ist irgendein RS2. Das heißt also, die Kette sieht folgendermaßen aus. Es gibt irgendeinen Präfix, der beliebig aussieht von Regeln. Zum Beispiel die ICMP-Regeln, die wir da am Anfang hatten in der DOS-Protect-Chain.
dann gibt es eine Regel, deren Aktion Return aussieht, und dann kommen potenziell noch mehr beliebige Regeln danach folgen. Okay, dann haben wir die nächste und letzte Vorbedingung dieser Regel, die sagt, wir können den ersten Teil dieser Chain, RS1, bearbeiten, ohne zu einer Entscheidung zu kommen. Das heißt, also, wir haben also bisher die User-Defined Chain bearbeitet und haben noch keine Entscheidung für das Paket bisher getroffen. Als nächstes in der Kette ist die nächste Assumption, die sagt, dass die Return-Regel m-Return, die in dieser User-Defined Chain drin ist, dass die matcht auf unser Paket. Das heißt, wir haben also zuerst diverse Regeln in der Ruleset, die wir ignorieren, dann kommen wir zu einem M, das Return, das wir zutreffen, und wir brechen diese Chain ab, wir gehen also zurück zu dem nicht definierten Result, also in der Regel steht im Endeffekt, wir sind nachher immer noch unentschieden und wir haben diesen Call C erfolgreich abgearbeitet. Das ist jetzt die mathematische Spezifikation der Implementierung von Call C. Wir sehen hier also zum Beispiel, wie wir das Verhalten von Call C und user-definierten Chains definieren können, ohne einen Call Stack zu haben. Das ist eine reine Spezifikation. Was passiert, die ist nicht ausführbar, weil sie keinen Call Stack hat, aber hoffentlich definiert sie klar, was die Firewall tut. Also, wie auch immer. Wenn ich euch bisher verloren habe, hoffe ich, dass ihr jetzt wieder mitkommen könnt. Denn warum machen wir diesen ganzen Formalismus? Naja, lass uns jetzt ein bisschen more angewandt werden. Mit jeder Regel werden wir jetzt den Formalismus, den wir bisher aufgebaut haben, nach und nach nutzen, um das Filterverhalten der Firewall festzulegen. Okay, also schauen wir uns diese Formel mal an. Auf der linken Seite für die Bedingungen der Firewall, das also wenn, und auf der rechten Seite, auf der linken und der rechten Seite ist also identisch. Und der Unterschied ist dieses F. F ist eine Funktion, die nimmt ein Ruleset und überträgt es in ein anderes Ruleset. Also was könnte diese Funktion F zum Beispiel machen? Na, wir haben gesagt, das Verhalten von der Firewall muss dasselbe sein. Das heißt, F nimmt ein Ruleset und macht es zu einem anderen Ruleset, aber es hat das Verhalten der Firewall nicht verändert. Das heißt, F könnte eine Funktion sein, die zum Beispiel die Performance von einem Ruleset verändert, und man könnte die ohne Probleme auf so ein Ruleset anwenden, weil die Formel sagt, F verändert das Verhalten der Firewall nicht. Wir können das direkt auf dem Produktionssystem ausrollen, ohne dass es das Verhalten der Firewall verändert. Wir haben eine ganze Menge von denen implementiert, zum Beispiel ein einfaches Beispiel, wir können die Logfegeln alle wegwerfen. Die Semantik kümmert sich nur darum, was tatsächlich passiert. Die Log-Regeln tun das nicht. Das heißt, wenn wir die wegschmeißen, dann bleibt das Verhalten der Firewall genauso. Ein weiteres Beispiel ist, wir können ausrollen Aufrufe zu benutzerdefinierten Ketten. Das heißt, nachdem wir das anwenden, ist das eine Regel, die alle nacheinander abgearbeitet werden, eine lange Liste. Es wird also nicht mehr hin und her gesprungen. Das heißt, leider werden die Konditionen, die wir dann brauchen, relativ länglich. Aber Gott sei Dank können wir die manchmal vereinfachen. Und am Ende haben wir einfach eine Firewall. Das ist einfach eine Liste von sehr langen Regeln. Und was da passiert, ist entweder accept oder dropped. Und wir können unsere Firewall mit dieser Vereinfachung anwenden, und wir können das, wie gesagt, sicher anwenden, weil wir sicher sind, dass es das Verhalten der Firewall nicht ändert. Also schauen wir uns ein paar mehr weiteren Sachen an. Wir haben hier in dreistelliger Logik unsere Semantik implementiert. Es gibt also wahr, falsch und unbekannt. Und was können wir damit machen? Naja, ein paar coole Sachen. Also gucken wir uns mal an, was wir hier in der Mitte haben. In der Mitte gibt es eine Menge. Die Menge besteht aus Paketen. Und die Bedingung dafür ist, dass diese von der Firewall angenommen werden. Also wir starten im unbekannten Zustand und am Ende wird es akzeptiert. In der Mitte haben wir also alle Pakete, die von der Firewall akzeptiert werden. Das können wir spezifizieren. Als theoretischer Computerwissenschaftler können wir das natürlich machen. Jetzt haben wir die Menge von diesen Paketen, das ist ganz cool. Aber als Hacker glauben wir jetzt erstmal nicht einfach nur als eine Mengenspezifikation, die steht einfach nur rum, die hat erstmal mit der Wirklichkeit nichts zu tun, das können wir nicht ausführen. Und als Hacker wollen wir Code ausführen, und das ist, was wir in den Mengen oben und darunter haben. Das sind ein Schätzer, das ist in gewisser Weise eine striktere Version der Firewall, die wir in Logik implementiert haben, denn das ist tatsächlich relativ möglich, die Teile von IP-Tables zu implementieren, und wir kennen kein Tool, was alles von IP-Table hier
ausdrücken kann. Aber wir haben jetzt hier eine Approximierung. Das heißt, hier wird die Firewall nur strenger. Das heißt, möglicherweise akzeptiert sie weniger Pakete als die Original-Firewall. Und unten haben wir eine Überapproximierung. Das heißt, jetzt kann es passieren, wir akzeptieren mehr Pakete als die Original-Firewall. Und das Wichtige daran ist, diese beiden können wir ausführen. Und die Wirklichkeit oder die Spezifikation, was wir wollen, ist in der Mitte. Und wir haben Executable Code, also ausführbaren Code, außenrum sozusagen. Und wir werden das benutzen im Hintergrund. Denn was wir jetzt machen können, ist das ganze Ding ausführen und sicher einschätzen. Wenn wir feststellen, wir haben Features, die wir nicht richtig verstehen, dann können wir es einfach ausführen. Und jetzt haben wir eine gute Approximierung, einen guten Schätzer, wo es eine Expression gibt, irgendwo in der Firewall, da verstehen wir nicht, was das Ergebnis ist und wir werden dann sicher abschätzen können, was da passiert und die Frage ist halt, ob wir strenger oder freigegebbar sein wollen. Und die Frage ist, gut, wie kriegen wir jetzt Spoofing Protection, Spoofing-Schutz am Ende? Also spezifizieren wir mal, was das ist. Also, wir haben zum Beispiel ein IP-Assignment, ETH0 gehört die 192.168.0.0.24er-Netz. Und was bedeutet Spoofing-Schutz jetzt? Naja, jedes IP-Paket, das da über ETH0 reinkommt, muss die Quell-IP in diesem 192.168.0.0/24-Netz liegen muss. Also spezifizieren wir das. Also wir haben wieder eine Menge und wir haben es vorher schon gesehen. Wir wollen, dass das in der Menge der Pakete ist, die von der Firewall akzeptiert werden. Und es soll auf dem Interface ETH0 reinkommen und genau wie vorher gucken wir an das Paket, aber nicht das ganze Paket, sondern nur die Quell-IP. Das heißt, diese große Mengenausdruck auf der linken Seite ist das die Menge aller Pakete, die das Firewall akzeptiert und die auf ETH0 reinkommen und zwar nur deren Quell-IP. Und was muss jetzt diese Menge erfüllen? Naja, alle diese Quell-IPs müssen in dieser zulässigen IP-Menge liegen. Also wir können uns darauf einigen, in diesem Beispiel ist das Spoofing-Schutz. Und im allgemeinen Beispiel brauchen wir das für alle Interfaces auf unserem System. Und jetzt haben wir also eine Spezifikation für Spoofing-Schutz. Also ich wiederhole das nochmal, wir haben es spezifiziert. Ich denke, wir sind uns alle einig, das ist Spoofing-Schutz. Was können wir jetzt mit dieser Spezifikation machen? Naja, wir können einen Algorithmus schreiben. Und dem Algorithmus geben wir nur diesen IP-Assignment, also diese Menge von IPs. Und wenn der Algorithmus wahr zurückgibt, dann haben wir garantiert Spoofing-Schutz auf unserer Firewall. Also weisen wir mal darauf hin, was hier besonders cool ist. Also hier seht ihr dieses beliebige gewählte Gamma. Was bedeutet das jetzt? Gamma war die Menge aller Features, die unsere Firewall unterstützt. Und das ist hier beliebig gewählt. Das heißt, unser Algorithmus kann für jede IP-Tables-Kondition, für jede Bedingung, die IP-Table gewählt hat, können wir jetzt hier mit Sicherheit sagen, ob wir Spoofing-Schutz haben. Möglicherweise implementiert das IP-Tables-Team da noch eine zusätzliche neue Regel. Und dieser Algorithmus kann das tatsächlich verstehen und prüfen, ob Spoofing-Schutz immer noch gewährleistet ist. Egal, selbst wenn dann ein beliebiges Feature mit eingebaut wird. Das ist eine ziemlich mächtige Spezifikation, die wir jetzt haben für den Algorithmus. Also wir verstehen alle beliebigen Match-Conditions, die wir jemals in der Firewall benutzen können. Also was hat jetzt diese Spezifikation auf sich? Normalerweise sind die unpräzise und sagen euch nicht richtig, was der Algorithmus eigentlich tut. Das ist eine mathematische Spezifikation. Die ist tatsächlich präzise und erzählt euch genau, was der Algorithmus euch gibt. Und was gibt es noch mit üblichen Spezifikationen? Naja, häufig sind sie gelogen oder sie haben irgendwelche impliziten Voraussetzungen oder sie müssen speziell aufgerufen werden, die sind nicht dokumentiert. Aber in diesem Fall haben wir jetzt tatsächlich einen formellen Beweis, dass der Algorithmus diese Bedingung erfüllt. Es gibt also keine impliziten Annahmen, dass diese Spezifikation wird euch nie belügen. Und für manchmal bei anderen Dokumentationen, da wisst ihr auch, die Dokumentation ist nicht aktuell, speziell bei speziellen Projekten besonders. Aber hier gibt es jetzt einen Beweis, der ist maschinenverifizierbar. Das heißt, ihr könnt das auf dem Rechner ausführen lassen. Ihr könnt den Beweis einem Computer geben und der Computer soll zu irgendeinem Zeitpunkt überprüfen, ob der immer noch stimmt. Und ihr könnt es zu jedem Zeitpunkt prüfen lassen, ob die Spezifikation immer noch von dem Algorithmus erfüllt wird. Die Spezifikation wird also niemals
niemals veraltet sein. Das heißt, dass der beste Weg, euren Code zu dokumentieren, er dokumentiert immer exakt, was der Code tut und es wird euch mit Sicherheit niemals anlügen. Also, ich habe jetzt gesagt, wir haben executable Code. Das sieht aus wie eine ganze Menge Formeln. Wie sieht dann der Code aus? Ja, also wir haben das mit Isabel implementiert und bewiesen. Und in dem Moment, wo wir ausführbaren Code haben, können wir das zu verschiedenen Sprachen exportieren. In dem Fall Haskell. Ihr könnt das wirklich auf eurem Rechner ausführen. Ihr braucht kein Isabel oder irgendein Beweissystem, sondern das ist ein Programm, das ihr einzeln ausführen könnt. Und da könnt ihr einfach eure IP-Table SafeDump in das Tool hineinschieben und dann nehmt ihr das IP-Assignment, wie auf der anderen Folie gesehen, oder ihr kriegt es zum Beispiel von EF-Config oder von IP-Address-Show. Und das wird einfach ausgeführt, ihr braucht keinen zusätzlichen Input, ihr müsst überhaupt nichts beweisen, ihr könnt einfach diesen Check benutzen, ob Spoofing Protection auf eurer Firewall an ist. Okay, also hier sehen wir das dann. Wir haben unser überprüftes Tool, das überprüft, ob unsere Firewall auch wirklich Spoofing Protection macht. Wenn mir jetzt hier die Zeit ausgeht, werde ich jetzt noch einen kurzen Ausblick bieten, was wir sonst noch so in unserem verifizierten Toolset haben können, in unserem Werkzeugkasten. Ihr habt ja schon vorher gesehen, auf der Folie vorher, wie groß war diese Firewall? 4800 Regeln, ist ziemlich groß. Diese Firewall-Router dürfte inzwischen über 5000 groß sein. Das heißt, wir haben stellt sich zum Beispiel so die Frage, wie, wer darf eigentlich SSH-Verbindungen aufbauen in einem Ruleset mit 5000 Regeln? Nun, hier ist die Antwort. All diese IP-Bereiche, die ihr hier seht, sind interne Servers. Die korrespondieren im Wesentlichen zu einem kompletten IPv4 internen Address Space und den ganzen einzelnen Servern. Und diese Edges, die geben an, welche Verbindungen ermöglicht sind. Die sind wahrscheinlich in einem Fall ein bisschen aufgesplittert und wir haben die echt eng zusammengemacht. Aber was wir jetzt bewiesen haben, ist, dass alle Regeln, die jetzt, die zusammengeschaltet sind, alle dieselben Zugriffsregeln haben. Und das ist die bestmögliche Repräsentation, die wir haben können, die am besten komprimierteste Version, welche Zugriffe möglich sind, was nicht möglich ist, diesen Graphen weiter kleiner zu machen. Du kannst dich jetzt wundern, warum haben wir auf der linken Seite jetzt Einheit und Einheit Prime? Naja, das waren Typo in der Firewall, der jetzt korrigiert ist. Ja, es ist ziemlich klar in dem Graph. Wir wollen nicht zwei Internets haben, aber man kann hier sofort den Bug sehen, dass wir hier zwei verschiedene Internetklassen haben. Und dann kann man jetzt hier auf die lange Liste von Servern schauen und wir können jetzt hier dann wirklich überprüfen, dass von all den Maschinen, die über SSH verfügbar sind, dass die alle in der einen Klasse sind, alle Maschinen, die nicht über SSH verfügbar sind, sind entsprechend nicht verfügbar sind und dass wir keine irgendwie lustigen, und dann gibt es noch ein paar lustige Ausnahmen, die lustige Zugriffsregeln haben, die wir auch nochmal näher anschauen sollten. Also, das war's dann soweit. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es wäre wirklich cool, wenn ihr irgendwelche Firewall-Regelsätze herumliegen hättet, die ihr uns zu Forschungszwecken spenden könntet. Es würde uns sehr glücklich machen. Und natürlich ist alles, was wir hier machen, nicht nur komplett korrekt bewiesen, sondern auch noch Open Source. Das heißt, ihr könnt euch das jetzt alles anschauen und damit tun, was ihr damit tun wollt. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten übrig für Fragen. So yeah, just line up in front of the microphones, right here and here. I think there is one. There you go. So have you done? Also habt ihr daran gearbeitet oder weißt ihr von irgendeiner Arbeit, die darum geht, wo es darum geht, Firewall-Regeln zu studieren von verschiedenen Firewalls, die zusammenarbeiten? Oder ist das möglich mit eurem, kurze Antwort momentan nicht, aber es gibt andere Arbeiten in der Forschung, die schon beansprucht für sich, dieses Problem gelöst zu haben. Sie haben es gelöst, aber sie haben ein sehr stark eingeschränktes Modell der Firewall. Aber mit unserem Tool könnt ihr uns ein IP-Table SafeDump geben mit all den komplexen Features, die ein IP-Table hat. Und wir können dieses Firewall-Regelset vereinfachen und es auch eine Unterannäherung, die dann viel einfacher aussieht und dieses viel einfachere Ruleset ist dann wiederum so einfach, dass es unterstützt wird kann von verschiedenen Tools, die in der Academia entwickelt wurden. Hi, thank you for the talk. Hallo, vielen Dank für den Vortrag. Sehr gut gemacht und ich würde da gerne mehr reinkommen in diese formalen Methoden und Beweistheorie und solche Dinge. Aber ich bin nicht so ganz sicher, wo ich damit anfangen soll. Hast du vielleicht irgendwelche
Hinweise, Ressourcen, Links, wo man anfangen könnte, programmieren in Isabel, Cock, Idris oder sowas in der Art. Also einmal solltest du dir einen beliebigen Beweisprüfer deiner Wahl aussuchen lassen. Ich bevorzuge Isabel. Wenn du aus der Programming Languages Community kommst, dann bevorzugst du vielleicht eher Cock. Das ist deine eigene Sache. Wenn du in München studierst, sollst du zu den tollen Kursen von Tobias gehen. Die forschen dort an Isabel. Wenn du mit Isabel anfangen willst, gibt es das Buch Semantics von Tobias Nipkon und Gavin Klein und hoffentlich noch keine weiteren Autoren. Das ist, soweit ich weiß, frei verfügbar. Du kannst es auch kaufen. Und alle Beispiele in dem Buch sind in dem Isabel Distribution, in dem, was ihr runterladen könnt, enthalten. Das heißt, der einfachste Weg anzufangen, lad Isabel herunter, schau dir das Buch an. Isabel sollte einfach starten und muss dafür nichts kompilieren. Und dann kannst du einfach mit dem Buch anfangen. Okay, also die Zeit läuft bald aus. Okay, eine Frage aus dem Internet. Leute wollen wissen, was die Zeitkomplexität des Algorithmus. Die Laufzeitkomplexität, schlechte Nachricht. Diese Vorbearbeitung kann die Regel exponentiell aufblasen, theoretisch. In der Praxis haben wir uns viele Regelsätze angeschaut und diese exponentielle Komplexität ist im Wesentlichen exponentiell darin, wie kaputt deine Aufrufe für User-Defined, für benutzerdefinierte Ketten sind. Wenn du da keine allzu seltsamen Machen machst, dann bläst das nicht allzu weit auf. Also wenn ich mich recht entsinne, wir haben da eine 500 Regeln Firewall-Setup aus Shorewall. Das hat echt einen Haufen Auslöser gehabt und seltsame Umschreibungen von IP-Adressen. Und das schlimmste Aufblähen, was wir gesehen haben, ist von 5000 Regeln auf 20.000 Regeln, womit Computer immer noch sehr gut klarkommen. Weil alle Algorithmen, die danach laufen, sind größtenteils polynomial, wenn nicht sogar linear. Also konkrete Zahlen, dieses Beispiel hier hatte eine Minute Preprocessing und dann ein paar Sekunden für die eigentlichen Zahlen. Und dieser Graph hat weniger als 2 Minuten gebraucht für alle 5000 Regeln. Also es ist wirklich praktikabel, es auf deinem eigenen Rechner zu machen.